Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni beim Bande. Heute ist unser 20. Tag. Wir haben jetzt schon 20 Tage hinter uns, durchgängig Starcraft zu spielen. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also, wir fühlen uns auf jeden Fall, also ich fühl mich jedenfalls auf jeden Fall besser geworden. Gut, mein Husten ist immer noch nicht besser geworden. Ich weiß nicht, was es ist. Wird immer schlimmer, glaube ich. Ich hoffe, es ist kein Rückschlag oder so, aber ist egal. Ach ja, das Datum habe ich heute noch nicht gesagt. Heute ist der 5.10. Und jetzt 7:30 gleich. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an und hoffen, dass wir gleich einen Gegner finden. Also, es ist heute auch mein erstes Spiel. Heute habe ich noch gar nicht gespielt. Also, es kann sein, dass wir gleich einen schön auf die Presse kriegen, also wenn ich noch nicht eingespielt bin oder sowas. Aber es werden wir sehen. Und es geht ja auch gleich los. Also, wir können es zurzeit ziemlich gut auf dem Level halten von 4200 MMR, aber das ist irgendwie noch, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir wollen noch besser werden. Wir wollen hier 1 mindestens werden. Wenn nicht sogar Meister am Ende des Jahres. So, gut, danke dann. Wir spielen gegen Protoss. Und ja. Gegen Protoss machen wir auf jeden Fall unsere Base ein bisschen dicht. Wie immer. Schön vorne dicht machen. Damit ja kein Adept unsere Echoline erwischen kann. Ist natürlich blöd, gleich ein Mirror-Match ist am Anfang zu haben. Aber es halt, ist halt so. Ihr habt nicht genug Mineralien. Ich werde mir ja Cannon Rushed oder was weiß ich. Kommt auf jeden Fall die Sonde. Ziemlich spät. Könnte auch schon die zweite sein. Ja, Cannon Rush. Gut, wollen wir nicht weitermachen? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gleich die Schmiede gesetzt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Es wird immer schlimmer. Cannon Rush ist einfach das Schlimmste, was du haben kannst als Protoss GG. Cannon Rush. Ich hätte meine Base vorne zumachen müssen. Sofort. Das war ein Fehler. Das war ein richtig großer Fehler. Ach ja. Ich hätte die Forge direkt an meinem Eingang bauen müssen. Dann wäre er nicht hochgekommen. Wenn ich hochgekommen wäre, wäre alles in Ordnung gewesen. Er hätte zwar meine Gebäude vorne ein bisschen abgeräumt, aber ich hätte safe endlich meine Cannons gehabt. Naja. Klar, wir drücken an und gucken, was wir jetzt noch für ein Spiel kriegen. Gegen so einen Cheese verliert man halt. Ist halt so. Kann man abwehren, ist aber halt auch immens stark. Ach, selbe nochmal. Absolut dasselbe nochmal. Das ist genau der gleiche Spieler. Das ist auch genau die perfekte Map dafür. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich gehe davon aus, dass er dasselbe nochmal spielt. Mach diesmal nicht zu. Ihr habt nicht genügend.
nicht genügend Mineralien. Das Problem ist halt, ich habe ein bisschen Schiss davor. Ohne Scheiß. Aber ich glaube, jetzt spielt er normal. Ja, spielt normal. Spielt er den Proxy, so wie das aussah. Noch mehr Cheese. Ich habe eben so eine Sonde langfahren sehen, also der hat irgendwo einen Proxy. Irgendwo hat er einen. Das Problem ist halt, ich bin jetzt offen und das ist halt richtig scheiße. Ich hätte Standard weiterspielen sollen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann spielen wir in Proxy. Ja, machen wir selber einen Proxy. Komm. Wer hat, der kann. Und trotzdem eine Exe. Ich bin hier in den Schatten. Hor Salah. Für den Ruhm. Riesenflieger. Energiefeld platzieren. Hoch, wir sind drin. So soll es geschehen. Nur die Gläubigen. Möge euch der Tod schnell ereilen. Die Erstgeborenen werden siegen. Unser Denken schleicht sich. Ich muss selber fliegen, alles klar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Eigentlich müssten wir das abbrechen und gleich auf Stalker und Go machen. Machen wir auch. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und trotzdem zwei Echsen. Also eine Echse. Nicht genügend Mineralien. Wir wissen, was kommt. Haben nur nicht mehr genug Mineralien dafür. Ihr habt mich. Ich bin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir bleiben. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin die Stimme der Finsternis. Wir sind eins. Najaka Mina. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist nicht das. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht. Und dann müssen wir Cannons bauen. Feld platzieren. Eure Sonden werden angegriffen. Im Namen der Hand. Gleich eh wieder hier rüber geflogen. Für Shakuras.
So, wir wollen auf jeden Fall keine Worker mehr. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Warp Prism. Wir werden es kurz hier absichern und dann machen wir ein Go. So Blink auch durch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. So, wir machen Go. Shit, er macht ein Go. So. Das heißt ein Fight auf Leben oder Tod, auf Leben und Tod. Ich bin das Herz der Finsternis. Faszinierend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ganz wie ihr wünscht. Finishen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nun gut. Was ist euer Beginn? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Also wir können vorne wieder abdampfen. Der Rache. Und gucken, was geht. Wie ihr befehlt. Vorher. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier in den Schatten. So, sind wir das 1er Upgrade mit und dann versuchen wir es auch nochmal. Upgrade durchgeführt. Nicht genügend Energie. Er hat zwar Verreuz gehabt, glaube ich. Eure Sonnenaugen werden angegriffen. Jetzt kommen die Flieger. Eure Sonden werden angegriffen. Ach. Naja, GG. Hätte ich ein paar Unsterbliche gebraucht. Da war er halt besser als ich. So, eins spielen wir noch. Komm. Alle guten Dinge sind drei. Ach ja. Flieger. Ich freue mich dann darauf, wenn das Liften auf jeden Fall ein bisschen runtergesetzt wird, also genervt wird. Wenn dann die Schildbatterien endlich auch die heilen können, die angehoben sind. Hoffentlich spielen wir nicht nochmal gegen denselben. Na, endlich mal ein Zerg-Spieler. Cannon Rush. Ein Flieger. Nein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach komm, jetzt hat er halt noch die eine. Hat er einfach das eine noch im Gesicht. Das ist halt so. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
sagen, Mirror Match ist mit das Schwerste. Klar meckere ich immer über Zerg und Terraner, aber ich muss sagen, Mirror Matches sind echt verdammt schwer. Okay, Exe-First ist gut. Ja, der Pool ist noch nicht stehen. Vor sind meine Aktionen. Wollten wir eh nicht. Wollten wir eh nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ne, nochmal fahren wir nicht hoch. Ah, die Sonde haben wir leider verloren. Hätte nicht passieren dürfen. Aber ist nicht so weiter wild. Er hat auf jeden Fall Mineralienverlust gehabt. Jetzt von der Sonde. Kriegen wir leider nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Najak. Ich glaube, meine Sonne ist auch nur gestorben, weil ich auf Patrouille geschickt habe. Sonst wäre sie nicht gestorben. Wir dienen mit Stolz. Horsala. Oh, viele Linke. Sehr viele Linke. Schnell weg. Niemand kann uns aufhalten. Gebt uns einen Auftrag. Für den Ruhm. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Vorwärts. Gebt uns einen Auftrag. Ich Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Die Templer rücken vor. So soll es geschehen. Shit, die kriegt er noch. Ne, kriegt er nicht. Sehr schön. Was wünscht ihr? Nur die Gläubigen. Was ist euer Begehr? Feindkontakt abgeschlossen. Ihr seid auf mich angewiesen. Fuck. Viele Linge. Schildbatterie vergessen. Hat auf jeden Fall noch kein Baning-Nest, also ist nicht so weiter wild. Was wünscht ihr? Ajur wird erneut unser sein. Noch da. Was will er denn da drinnen bei uns? Das ist doch ein Witz. Was will er denn schon bei mir? Kommst du nicht rein, Mr. Zerg? Was?
neue. Ey, bleibst du mal stehen? Kann ich eigentlich killen? Jetzt eine Echse. So, was haben wir hier schon? Roaches. Roaches. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Nein, meine Sonde. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Bis ich meine Pylonen verschlagen habe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommt viel für Roaches und er hat nicht mal was gegen. Viele Roaches, oh, viele Ravager. Ich hab sowas nicht gebaut. Kommt doch. Oh, der Roach All-In ist natürlich hart gerade. Das könnte schon vorbei sein. Ach, ich habe auch nichts weiter gebaut. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch ein Koloss. Shit. Das ist vorbei. Ich bin heute nicht so gut drauf. Na gut, das hätten wir sehen kommen sehen müssen. Da war ich auch zu spät bei meiner Army. Aber ansonsten war es eigentlich ganz, waren wir eigentlich sogar vorne, theoretisch. Aber da kam ich zu spät zu meiner Army. Da war ich schon dran. Schade. Heute nur verloren, aber nicht weiter wild. Jetzt ist Wochenende, jetzt werde ich wieder ein bisschen mehr üben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen und ja, bis dahin, tschüss, euer Mutti Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.